Gut. Zu den Charakteren muss ich sagen, das war mein Handy, Entschuldigung. Shit. Hallo ihr Lieben, heute soll es eine kleine Reihenvorstellung geben sozusagen. Ich weiß, dass diese Reihe noch nicht abgeschlossen ist und ich weiß, dass diese Reihe noch nicht komplett ist, aber ich dachte mir, ich stelle euch die ersten drei Teile trotzdem schon mal vor, da es jetzt ein bisschen dauern wird, ehe der vierte Teil erscheint, weil er ja auch noch gar nicht fertig ist, glaube ich, und er ist auch in Amerika noch nicht erschienen, deswegen wird es eine Weile dauern, ehe er hier zu uns dann kommt und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch die ersten drei Teile schon mal und zwar geht es um diese Bücher hier, die ihr hier so im Hintergrund seht, die Talon-Reihe von Julie Kagawa und ja, darum soll es halt gehen in diesem Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Als allererstes erstmal vorab, ich versuche das Ganze hier spoilerfrei zu halten, das heißt, ich versuche euch zum zweiten und zum dritten Teil nicht viel zu verraten, ich werde euch da einfach nur meine Meinung dazu sagen, wie ich die Bücher fand und wie ich schlussendlich die Entwicklungen der Charaktere fand. Zum Inhalt, denke ich mal, werde ich wenig sagen können, weil die Bücher ja alle direkt aneinander anknüpfen und da ich niemanden spoilern möchte, werde ich das Ganze wohl etwas kurz halten. Ich würde sagen, wir fangen aber erstmal mit dem ersten Teil an. Der erste Teil der Talon-Reihe ist dieser hier, der grüne quasi, Talon-Drachen-Zeit. Ich muss sagen, ich habe damals, wo ich dieses Buch gelesen habe, gedacht, boah, es ist dick. Meine Güte, die sind alle drei so dick, aber das liegt einfach nur daran, dass das eine sehr, sehr gute Qualität hat, dieses Buch. Das heißt, die Schrift ist relativ groß und die Seiten vom Papier her sind auch sehr, sehr dick. Das heißt, es ist ja nicht so dick, wie es auf den ersten Blick scheint. Im ersten Teil von Talon geht es ja darum, dass wir hier Amber und Dante kennenlernen. Amber und Dante sind Zwillinge, sie sind Geschwister und sie verbringen den Sommer ihres Lebens in Crescent Beach. Sie flirten, sie surfen, sie machen Party, sie lernen neue Leute kennen und es ist die beste Zeit ihres Lebens quasi. Was aber keiner weiß, dass die beiden ein Geheimnis haben. Denn Amber und Dante sind keine normalen Menschen, denn sie sind Drachen. Drachen, die sich in Menschen verwandeln können und sich quasi sozusagen unter die Menschen mischen können und unter ihnen leben können. Amber und Dante haben die Mission, in diesem Sommer das Leben der Menschen zu studieren und sich unter sie zu mischen, so dass man sie von Menschen nicht mehr unterscheiden kann. Und das klappt bei den beiden sehr, sehr gut. Sie lernen sehr, sehr schnell viele Leute kennen und alles ist perfekt. Und Amber hat den Sommer ihres Lebens. Und eines Tages taucht dann ein anderer Drache auf. Er heißt Riley und tut Amber Dinge erzählen, die sie von ihrem Glauben, was ihr bisheriges Leben betrifft, ziemlich abbringen und was sie an ihrem ganzen Leben irgendwie zweifeln lässt. Und ja, Riley sorgt da ganz schön viel Chaos in Ambers Inneren. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch Garrett. Garrett ist ein Junge, mit dem Amber sich auf Anhieb sofort versteht. Garrett ist ein Mensch, den Amber sehr, sehr schnell in ihr Herz schließt. Und ja, Garrett ist dann am Ende auch vielleicht noch mehr, als er zu sein vorgibt. Das ist so das Grobe, was ich euch zum ersten Teil erzählen kann. Ich möchte hier niemanden spoilern. Ich denke mal, viele von euch werden Talon schon gelesen haben. Ja, aber zum Inhalt, wie gesagt, möchte ich mehr nicht verraten, sonst spoilere ich euch und das möchte ich nicht. Zur Handlung kann ich nur so viel sagen, dass es hier im Großen und Ganzen um diese Drachenorganisation Talon oder Talon geht, in der die Drachen leben. Es ist natürlich in so einer Organisation nicht immer alles perfekt und es werden Dinge verschwiegen und Dinge ja, geheim gehalten natürlich, die nicht alle Drachen wissen dürfen. Und Riley tut da ganz schön viel Chaos in Ambers Leben anrichten, denn er erzählt ihr, was Talon nicht alles für schreckliche Dinge getan hat und wer diese Organisation im Großen und Ganzen eigentlich ist. Er möchte dann auch, dass Amber aus der Organisation austritt und sich ihm anschließt. Und ja, dann gibt es noch auf der anderen Seite von Talon den St. Georgs-Orden, was quasi der Gegenpart zur Talon-Organisation ist. Denn der St. Georgs-Orden sind Drachenkrieger, die schon seit Jahrtausenden die Drachen jagen und vernichten. Und auch der St. Georgs-Orden ist Amber und Dante auf der Spur. Was hier nochmal eine gute Mischung in das Buch reinbringt und eine gewisse Spannung natürlich auch. Und ja, was soll ich dazu sagen? Die Handlung hat mir vom ersten Teil her sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte Amber auf Anhieb. Mit Dante bin ich nicht ganz so warm geworden, weil hier der Fokus ja auch wirklich auf Amber liegt als Protagonistin in dieser Geschichte. Je mehr diese Geschichte fortschreitet, umso mehr merkt man natürlich auch diese ganzen Intrigen untereinander in der Geschichte. Und das finde ich sehr, sehr gut. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann entwickelt sich natürlich hier in diesem Buch auch noch eine Liebesgeschichte. Wie und was und wo, das möchte ich euch an dieser Stelle nicht verraten. Das müsst ihr selber herausfinden. Und ich muss sagen, dass mir auch das sehr, sehr gut gefallen hat, weil diese Liebesgeschichte im weiteren Verlauf der Geschichte sich dann auch wirklich ja, in ein Liebesdreieck entwickelt, wo man eigentlich die Katastrophe schon auf einen zukommen sieht. Und auch das fand ich sehr, sehr gut. Zu den Charakteren muss ich sagen, dass mir Amber sehr, sehr gut gefallen hat. Ich mochte sie, sie war mir sofort sympathisch und
ich konnte auch ihren inneren Zwiespalt zwischen Drachen sein und Mensch sein so ein bisschen nachvollziehen, auch wenn ich jetzt kein Drache bin. Aber das finde ich, das kam sehr, sehr gut rüber. Wie gesagt, mit Dante bin ich nicht wirklich warm geworden. Mit Riley hatte ich am Anfang so ziemlich zwiespältige Gefühle. Das hat sich dann im Laufe des zweiten und dritten Bandes so ein bisschen geändert. Aber da war ich am Anfang wirklich sehr, sehr zwiegespalten, was ich jetzt von diesem Charakter halten soll. Und ja, Garrett war von Anfang an mein, oh, Garrett. Ich mochte ihn einfach. Ich habe ihn gleich in mein Herz geschlossen und ich fand ihn als Charakter wirklich sehr, sehr gut und er hat mir richtig gut gefallen. Und ja, soviel zu den Charakteren. Dann gibt es natürlich noch die Bösen, die Mitglieder der Talon-Organisation, die natürlich auch sehr, sehr böse rüberkommen. Und dann gibt es dort noch Lilith. Lilith ist ein Viper, das heißt, sie ist ein Jäger der Organisation Talon und vernichtet die Feinde. Und ja, und Lilith kümmert sich dann quasi noch mit um Ember. Wie das Ganze jetzt zusammenhängt, das werde ich euch natürlich nicht verraten, aber Lilith ist hier quasi in diesem Buch im ersten Teil ein ziemlich großer Gegner von der im Zuge der Geschichte her gesehen. Und ja, ich mochte den ersten Teil total. Es war für mich ein guter Auftakt der Geschichte und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich komme jetzt mal zum zweiten Teil. Der zweite Teil, Talon Drachenherz, knüpft direkt an den ersten Teil an, von der Handlung her und von der Geschichte her. Das heißt, ich kann euch hier nicht wirklich irgendwas sagen. Ich sag mal so, es sind hier am Ende vom ersten Teil Dinge aufgedeckt worden und Dinge herausgekommen, mit denen Ember nicht so gerechnet hat und mit denen Ember jetzt im zweiten Teil dann quasi erstmal zurechtkommen muss, mit den Folgen dessen, was auch alles passiert ist, muss sie auch erstmal klarkommen. Und ja, jetzt weiß sie auch am Anfang vom zweiten Teil gar nicht so wirklich, wie es weitergehen soll. Sie weiß nur, sie hat ein Ziel und sie möchte Garrett retten. Wieso, weshalb, warum, das verrate ich euch nicht an dieser Stelle, wieso er in Schwierigkeiten steckt. Aber der zweite Teil befasst sich in erster Linie damit, dass Ember versucht, Garrett zu befreien und Garrett zu retten. Denn er ist am Ende vom ersten Teil in Gefangenschaft geraten. Und ja, damit befasst sich ein großer Teil des zweiten Teils. Und die Geschichte entwickelt sich dann noch in eine ganz andere Richtung weiter. Wir befinden uns dann hier am Ende in Las Vegas, wo einige Intrigen wieder aufgedeckt werden. Und Ember und ihre Freunde mit den Folgen auch wieder zurechtkommen müssen und damit leben müssen. Und am Ende des zweiten Teils steht eins fest. Die Organisation Talon muss vernichtet werden und ja, dieser St. Georgs Orden, da ist auch noch nicht so das letzte Wort gesprochen, was mit denen jetzt eigentlich genau ist, denn die hängt Ember auch immer noch auf den Fersen und versuchen sie zu vernichten. Wie gesagt, zum Inhalt kann ich euch leider nicht sehr, sehr viel sagen. Ich kann euch nur sagen, dass mir die Handlung von der Action her und von der Spannung her, dass die mir persönlich im zweiten Teil besser gefallen hat. Ich weiß von vielen, dass die den ersten Teil besser fanden. Mir persönlich hat von der Handlung und von der Spannung und von der Action her der zweite Teil besser gefallen. Der war für mich einfach schneller an der Handlung. Also da waren jetzt keine Stellen, die sie extrem gezogen haben. Das ging einfach alles hoppla hopp und das fand ich sehr, sehr gut, weil ich bin dadurch echt super gut durch das Buch gekommen. Es gab keine Stelle, wo ich irgendwie so, es zieht sich wie Sau, ihr wisst, was ich meine. Nee, das gab es im zweiten Teil für mich nicht, deswegen fand ich den zweiten da noch ein bisschen besser als den ersten. Von den Charakteren merkt man hier schon sehr, wie sich unsere Charaktere verändert haben. Man merkt, dass Ember nicht mehr so das kleine, naive Mädchen ist wie am Anfang. Also schon noch, aber sie entwickelt sich schon so langsam ein bisschen weiter in eine andere Richtung. Man merkt, dass sie vom Inneren her ein bisschen härter wird und halt auch ein bisschen mehr für ihre Sache kämpfen tut. Zu Garrett und Riley kann ich nicht allzu viel sagen, denn die beiden sind quasi zwei kleine Alpha-Tiere. Sie sind starke Krieger jetzt in dem Sinne, möchte ich jetzt nicht sagen, aber sie sind zwei sehr, sehr starke Charaktere, die es auch faustdick hinter den Ohren haben. Und sie können kämpfen und sie können für das einstehen. Und wenn sie einmal ein Ziel vor Augen haben, dann möchten sie das natürlich auch durchführen. Und ja, deswegen finde ich, haben sich Riley und Garrett hier so nicht wirklich weiterentwickelt. Man merkt auch sehr, sehr schnell, in was für eine Richtung sich die Gefühle der Charaktere entwickeln. Und dieses Liebesdreieck, was es hier in dieser Geschichte gibt, setzt sich weiter fort. Und am Ende vom ersten Teil ist dann so, dass einer die Gruppe verlässt und Emma eigentlich mit der Entscheidung sehr, sehr zufrieden ist, weil sie das so gewollt hat und sie hat die Person halt auch nicht aufgehalten und dann aber im Nachhinein doch sehr, sehr große Zweifel hat, weil ihr diese Person fehlt. Wie und was und wo und überhaupt, wer jetzt geht und warum und wieso, weshalb, das werde ich euch natürlich nicht verraten, das müsst ihr selber lesen. Aber wie gesagt, der zweite Teil hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die Handlung gut, ich fand das Setting gut, weil der erste Teil hat ja wirklich nur in diesem Ort Crescent Beach gespielt. Hier befinden wir uns an unterschiedlichen Orten auf einer Militärbasis. Wir befinden uns in Las Vegas, in heruntergekommenen
Baustellen und ja, in Hotels und Casinos. Und das ist eine sehr, sehr bunte Mischung vom Setting her hier. Und das hat mir richtig gut gefallen, weil es auch einfach eine sehr, schöne eine sehr, sehr schöne Abwechslung war. Ja, wie gesagt, von den Charakteren mochte ich es auch immer noch. Achso, ganz, ganz kurz noch zu Dante, was die Charaktere betrifft. Dante ist ja der Zwillingsbruder von Amber und er entwickelt sich in diesem Teil schon in eine Richtung, die niemandem gefallen wird, denn er entwickelt sich ja quasi so zum Gegner für die Gruppe. Und das fand ich einfach sehr, sehr interessant, weil er ja wirklich der Bruder von Amber ist und die beiden sind zusammen aufgewachsen und dass er sie jetzt verraten tut und versucht, gegen sie zu kämpfen, ist natürlich ein sehr, sehr interessanter Aspekt, finde ich. Und ja, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, der zweite Teil. Und ich komme jetzt mal zum dritten. Das ist der dritte und letzte Teil von Talon Drachennacht und ich muss sagen, das Ende hat mich zerstört. Das Ende von diesem Buch, es war einfach so traurig. Es war so schrecklich für mein Herzchen und ja, ich kann nicht sehr viel dazu sagen, weil es wie gesagt auch direkt an den zweiten Teil anknüpft. Aber hier tut sich die ganze Geschichte nochmal in eine ganz, ganz andere Richtung entwickeln. Hier kommen ganz, ganz viele Dinge ans Licht. Hier kommen Drachen drin vor aus einem anderen Land und es wird Hilfe geboten, mit denen Amber und ihre Freunde vielleicht nicht gerechnet hätten. Und ja, also ich muss sagen, zur Handlung hat mir wieder richtig gut gefallen. Ich fand die Story unheimlich gut. Ich fand die Wendungen in dieser Geschichte sehr, sehr gut. Ich fand die Spannung sehr gut. Ich fand die Action gut. Also die Handlung, die Geschichte hat mir hier vom dritten Teil sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte ihn wieder unheimlich gern. Von den Charakteren muss ich sagen, dass unsere Gruppe hier wieder zusammengefunden hat. Mehr oder weniger, weil sie es mussten. Denn der eine Teil der Gruppe war in Lebensgefahr und der andere Teil konnte ihn retten, weil er das rausgefunden hat. Und es ist sehr, sehr schwierig, das zu erklären, ohne euch die Namen dabei zu verraten. Aber sonst verrate ich euch einfach zu viel von der Geschichte und das möchte ich nicht. Ja, also wie gesagt, unsere Gruppe findet dann hier wieder zusammen, weil sie in Gefahr ist und die eine Hälfte die andere Hälfte rettet. Dann versuchen sie gemeinsam Dinge herauszufinden und müssen dann wieder gemeinsam vor diesem St. Georgsorden fliehen. Und ich finde, gerade hier im dritten Teil merkt man die Entwicklung von Amber vom Charakter her sehr, sehr gut. Man merkt, dass sie nicht mehr wirklich dieses 16-jährige lustige, aufgeweckte Mädchen ist, sondern dass sie jetzt sich in eine Richtung entwickelt hat, in der sie hart sein muss, in der sie auch Entscheidungen treffen muss, die ihr nicht so gut gefallen und in der sie auch vielleicht ein, zwei Menschen töten muss. So ist das, ne? Das Leben ist manchmal nicht gerecht. Und der Krieg schon gar nicht. Und die Lage spitzt sich auch hier zwischen Talon und den St. Georgsorden, die spitzt sich auch zu und wie gesagt, es kommen hier sehr, sehr viele Dinge ans Licht. Ich komme aber erstmal zurück zu den Charakteren. Also wie gesagt, Amber macht hier eine sehr, sehr starke Entwicklung durch, meiner Meinung nach. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Zu Garrett und Riley muss ich sagen, man merkt hier sehr, dass sie mit ihren Gefühlen zu kämpfen haben. Die Gefühle auch unter Verschluss zu halten und die Gefühle jetzt nicht ihr Tun bestimmen zu lassen. Denn beide möchten Amber immer noch für sich gewinnen und beide möchten, dass Amber ihr Herz an sie verliert. Und Amber entscheidet sich in diesem Buch auch für einen von den beiden. Für wen möchte ich an dieser Stelle, das verrate ich euch natürlich nicht. Was den anderen natürlich dann in seinem ganzen Tun auch mit beeinflusst. Und trotzdem versucht die Gruppe irgendwie noch zusammenzuhalten. Ansonsten die Nebencharaktere hier haben mir auch wieder gut gefallen. Es gibt hier immer noch den Freund von Riley Wes, den habe ich bisher ganz vergessen, der hier auch noch eine gewisse Rolle mitspielt, denn er ist quasi so der Kopf des Ganzen, er ist so der Computerfreak, der sich, was das betrifft, um alles kümmert. Und dann gibt es hier, wie gesagt, noch andere Nebencharaktere, natürlich die Organisation Talon oder Talon. Dann gibt es den St. Georgs Orden mit seinen ganzen Leuten. Dann spielt hier Tristan, der Freund von Garrett, auch noch eine gewisse Rolle wieder mit. Und wie gesagt, es werden sehr, sehr viele Intrigen aufgedeckt. Und ja, also von den Charakteren kann ich nur sagen, hat es mir wieder richtig gut gefallen. Habe ich absolut nichts auszusetzen. Vom Setting her muss ich sagen, hat es mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Wir befinden uns auch hier wieder an verschiedenen Orten. Wir haben hier verschiedene Settings. Das geht los in der Forschungseinrichtung, dann sind wir hier in London, dann sind wir hier wieder in einem buddhistischen Tempel, dann in, ich weiß gar nicht mehr, wann, das war das in New York? Nee, auf jeden Fall in der amerikanischen Großstadt Chicago. Auf jeden Fall befindet sich da unter der Bibliothek ein riesengroßer, geheimnisvoller Raum, in dem Dinge versteckt werden von Talon. Und ja, da spielt auch eine gewisse Rolle noch das Ganze mit, was da unten alles passiert. Und wie gesagt, vom Setting her hat es mir richtig gut gefallen. Es war eine schöne, gelungene Abwechslung. Und ich muss auch sagen, dass die Spannung in dieser Geschichte auch echt gut war. Gerade zum Ende hin hat sich da für mich eine gute Spannung aufgebaut, dass ich auch wirklich sehr, sehr gut lesen konnte. Ich bin wirklich sehr, sehr schnell auch durch die Geschichte durchgekommen. Und ja, ich mochte das Buch auch wieder total gern.
Zum Ende, wie gesagt, das Ende fand ich sehr, sehr traurig und sehr, sehr tragisch. Und ich bin echt gespannt, wie es nach dem Ende mit dem vierten Teil weitergeht, weil ich finde, durch das Ende ändert sich alles. Und ja, mal gucken, was Judy Kakavada weiter aus dieser Geschichte macht. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich kann euch auf jeden Fall alle drei Teile wirklich nur empfehlen, wenn ihr Jugendbücher mögt. Das muss ich dazu sagen, weil es ist ja wirklich eine Jugendgeschichte. Es ist auch vom Schreibstil her, ich finde, Judy Kakavada schreibt sehr, sehr schön. Und sie beschreibt auch sehr gut und es ist ein locker leichter Schreibstil, also man kommt gut durch die Geschichte, aber es ist halt definitiv eine Jugendgeschichte. Es sind jugendliche Charaktere und ich sag mal, wer da Probleme mit hat, mit so richtigen Jugendgeschichten, mit ein bisschen Kitsch und Klischee, der sollte das nicht lesen. Aber alle anderen, die Jugendgeschichten, wie ich, sehr, sehr gerne mögen, die sollten sich Talon auf jeden Fall mit angucken. Das war meine kleine Reihenvorstellung zu den ersten drei Talon-Teilen. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Wenn ihr die Bücher schon gelesen habt, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr sie fandet, wie sie euch gefallen haben. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.